Herzlich willkommen aus Zürich-Oerlikon vom Eventlokal Chicago 1928. Wir haben gefunden, das passt wunderbar zu unserem Thema. Liebesgeschichten können sich hier entwickeln oder eben wie das Leben so spielt. Wir haben drei verschiedene Ehepaare in unsere Sendung geladen mit drei ganz verschiedenen Geschichten. Jede Geschichte ist unter einem ganz speziellen Motto. Und als kleine Regel für alle haben wir eingeführt eine Uhr. Machen das so ein bisschen wie im Speed-Dating. Das kennen Sie vielleicht von der Single. Die lernen sich so kennen. Sie lernen jetzt heute andere Menschen kennen. Herzlich willkommen bei uns. Und ich drücke jetzt gerade mal auf unsere Uhr da. Herzlich willkommen, Ruth und Christoph Signer. 43 Jahre verheiratet sind ihr. Liebe auf den ersten Blick war es bei Ihnen, bei Ihnen ein bisschen weniger. Ihre Frau war da ein bisschen schwieriger unterwegs. Sie hat Briefe nicht beantwortet. Trotzdem ist es dann irgendwann dazu gekommen. Aber die Zweifel, die sind bis zum Traualtar geblieben. 43 Jahre hat es jetzt doch gehabt und ihr gebt mittlerweile auch Ehekurs. Herr Signer, 1968 am Lago Maggiore haben Sie Tischtennis gespielt in diesen Kurs und irgendwann ist sie offenbar ein bisschen wichtiger geworden als jetzt die Bälle, die hin und her gespielt werden. Was war dort? Also ich war an einer Tage und sie war in einem Kurs für Kantonsschüler. Und eben wie Sie gesagt haben, ich habe Tischtennis gespielt und dann haben die Schülerinnen und Schüler müssen das Lokal wechseln und dann sind sie an dem Tischtennis-Tisch vorbei. Und dann sehe ich das Mädchen, wunderschön, und ich habe gedacht, wow, das ist meine Frau, das ist die Traumfrau. Und Sie haben sehr schon relativ, wie Sie eben so sind, so spontan relativ schnell auch gesagt, oder? Ja, das ist schon noch ein bisschen anders gelaufen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch immer wieder jemanden gebeten, dass mir Gott die Frau zeigen, die mich wirklich ein Leben lang den Applaus daran haben, Freude daran haben. Und dann habe ich schon auch beim Kursleiter probiert, ein bisschen ins Gespräch zu kommen und so nebenbei ein bisschen Referenzen von der Route eingeholt. Ach so, ist das gegangen? Und dann habe ich auch noch einen Deal mit Gott gemacht. Ja. Ich hatte ja noch 3 Tage Zeit gehabt. Und dann habe ich Gott gesagt, los, wenn das möglich ist, dass ich mit dem Mädchen ins Gespräch komme und wenn ich noch zu der Adresse komme von der, dann nehme ich das als ein Zeichen, dass ich da weiterfahren muss. Ist er Ihnen auch aufgefallen? Nein, überhaupt nicht. Er hat einfach, es war ein Mann, der nach meiner Adresse gefragt hat und ich habe ihm die gegeben. Tönt recht sachlich. Ja, ist es sehr gewesen, ja. Und dann hat er ja aber auf Sie doch reagiert, einmal kommuniziert, dass ja, er sie gerne... Ja, er hat mir Briefe geschrieben, aber ich habe nicht mehr gewusst, wie er aussieht. Ich habe gedacht, er hat rote Haare und überhaupt, ich habe nicht reagiert. Er hat gar nicht so Ihrem Idealbild gesprochen von einem Mann? Nein, und ich habe ihn auch zu wenig gekannt. Jetzt, es ist sogar so weit gekommen, dass Sie gefunden haben, so zum Teil sein Auftreten sei auch ein bisschen peinlich. Also es ist nicht wirklich ein bisschen ein paar Pendenzen rum gewesen. Ja, also... Das zweite Mal, als wir uns getroffen haben, war wieder im Tessin, in um einem Kurs. Und dann hat er Gabaret gespielt. Und ich dachte, also, es braucht, er hat eine Blödelfigur gespielt. Dann. Und dann habe ich gedacht, es braucht so wenig, dass er so komisch aussieht. Das kann es nicht sein. Also, ich war sehr unsicher. Wir haben uns aber etwas hat mich schon angezogen. Was war es? Ja, wahrscheinlich eben seine Spontanität und sein Können auf die Leute zugehen. Das konnte ich nicht können. Aber die Zweifel, die sind ja geblieben bis zum Traualtar. Ja, und zwar war es eben sehr schwierig gewesen. Der Christoph sollte nach Indonesien für 2,5 Jahre. Und er hat mich dann nach irgendwie 2 Monaten gefragt, ob ich seine Frau werden will. Und da war ich natürlich sehr verunsichert. Erstens war ich erst 18. Ich habe gedacht, was kommt da für ein Mann zurück? Und wer bin ich nach 3 Jahren? Ja, das war sehr schwierig. Wie habt ihr euch denn angenähert im Verlauf von diesen 43 Jahren, die ihr jetzt zusammen sind? Also ich musste ja dann auf England, weil ich jetzt in Indonesien eine Schule aufbauen musste. Ich musste noch einen Englischkurs machen. Und dann haben wir, damals hat es ja keine SMS gegeben, nichts so. Wir haben noch über den Operator telefoniert, das war auch schwierig. Wir haben einander geschrieben.
und so einander ein bisschen kennengelernt. Aber jetzt, ich meine, jetzt nachher, ist dann gleich zu dem Ja-Wort gekommen. Die Gegensätzlichkeit, das verschiedene Anschauen von Themen, wie zeigt sich das bei euch im Alltag? Also, es zeigt sich zum Beispiel im Geld. Ich bin wirklich zum Geld ausgeben geboren. Also, ich will damit nicht sagen, ich sei konsumsüchtig. Aber ich gebe einfach das Geld leichter aus wie die Ruth. Ich bin eher sparsam. Aber ich denke, das braucht es auch in einer Ehe. Wenn einer gerne ausgeht, dann muss der andere ein bisschen sparen. Aber wir finden das schon. Wer hat denn das letzte Wort? Ja, da tun wir schon diskutieren und miteinander. Und abwechseln. Also jetzt zum Beispiel, wenn die Ruth eben spart und ein Kleider probiert, dann nachher probiert sie und dann hängt sie es wieder zurück. Und dann sage ich einfach, los, das ist gekauft. Und nimm das Zeug. Genau. Und andererseits bremsen sie mich dann. Letztes Jahr habe ich auch gerade wieder etwas posten. Hat sie gefunden, ja, du, wir haben so etwas Ähnliches. Und dann habe ich gesehen, mal, eigentlich stimmt schon. Aber es gibt dann schon noch ein bisschen hin und her, dass man Argument gegen Argument bringt. Aber wir finden uns. Würden Sie dem zustimmen, was mal ein Eheberater gesagt hat, ein internationaler Bekannter, der gesagt hat, Ehe ist jeden Tag eine Art eine Verhandlung? Ja, auf eine Art schon. Ja, weil die Verschiedenartigkeit, die am Anfang so anziehend ist. Also für mich ist es ja auch, ich habe wahrscheinlich die Verschiedenartigkeit gemerkt, darum bin ich ein bisschen verschrocken über das. Aber das, was anziehend ist, gibt natürlich auch Konflikte in der Beziehung. Was sind so typische Konflikte? Also wir haben natürlich ganz verschiedene Auffassungen zum Teilen, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Dann kann ich sehr schnell etwas mit Überzeugung sagen. Und im Nachhinein muss ich dann vielleicht kommt mir etwas anderes in den Sinn. Und dann tue ich das wieder ein bisschen revidieren. Und ich gehe in die Ruhe, ziehe mich zurück, tue alle Fakten nehmen, abwägen, darüber beten. Und dann habe ich meine Entscheidung getroffen. Was würdet ihr sagen, ist euer Geheimnis, dass es geklappt hat? Ich meine, die Anfangsvoraussetzungen waren nicht unbedingt so die idealsten, könnte man sagen. Ja, es ist natürlich auch eben spannend. Es gibt natürlich Sachen, die mich an der Ruth eben faszinieren. Zum Beispiel gerade auch die Ruhe tut mir manchmal gut. Oder einfach ihre Art, wie sie Anteil nimmt, wenn ich zum Beispiel ein Problem oder Schwierigkeiten habe. Also das Geheimnis, glaube ich, ist, dass wir sehen, dass Gott den Christoph so geschaffen hat, wie er ist. Und dass er mich geschaffen hat, so wie ich bin. Und dass wir gut sind, so. Also das haben wir auch noch zuerst müssen lernen in der Rede. Wie lange ist das gegangen, bis Sie das einigermaßen so gesehen haben? Bei mir ist das sicher 10 Jahre gegangen. Mhm. Der Christoph hat mich einfach immer akzeptiert in meiner Art, die ich vielleicht nicht so annehmen konnte. Ich bin heute auch eine andere Person, als ich hier war. Und und wenn die Konflikte entstehen, dann nachher weiss ich ja, dass die Art eben gut ist, wenn es mich vielleicht auch einmal nervt. Die andere Art. Nervt das manchmal auch, wenn sie so ruhig ist? Es kann mit der Zeit natürlich schon auch so sein, dass es dann ein bisschen lang Ruhe ist. Aber dann schaue ich irgendwie, dass wieder ein bisschen Bewegung ins Zeug kommt. Und wie machen Sie das? Ja, dass ich zum Beispiel sage, komm, jetzt gehen wir noch dort und dort her. Auch wenn wir zum Beispiel mal weg sind und eigentlich auf dem Heimweg sind und sie froh ist, dass wir heimgehen, sage ich, du, jetzt könnten wir noch dort her. Also Sie brauchen immer ein bisschen Action? Immer noch? Das ist so. Ja. Und Sie haben langsam das gelernt zu akzeptieren, dass Ihr Beitrag wichtig ist, aber dass Sie auch sich hier und da rausreissen lassen. Aus das tut mir ja auch gut, dass er mich mitreisst. Ich muss mich einfach reissen lassen. Mhm. Und das klingt immer besser? Immer besser, ja. Ich denke, sie ist in diesen Jahren viel, viel, viel besser geworden. Und ihr geht den Kurs und geht das weiter? Ja. Das sind eure Erkenntnisse, eure Wissen, eure Erfahrung. Ja, es kann immer schöner werden. Also eben, ich muss sagen, ich habe... Wir müssen aufstehen. Also eigentlich tönt es bei mir so, wenn ich aufstehe. Ganz herzlichen Dank, Ruth und Christoph Signer. Weiter alles Gute. Danke, dass ihr da gewesen seid.
Und jetzt gehen wir zum zweiten Ehepaar. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Romy und Bruno Nick. Eures Motto ist «In guten wie in schlechten Tagen». Zwei Unfälle stehen im Mittelpunkt eurer Beziehung. Ein erster Unfall vor der Hochzeit, Schleudertrauma. Zweiter Unfall, nochmal ein Schleudertrauma obendrauf, mit 37. Drei Jahre voll von Schmerzen sind die Folge. Das hat natürlich eure Beziehung geprägt. Und Sie haben in dieser Zeit in erster Linie Ihren Drucken buchstäblich freihalten und aber auch für sich wieder schauen müssen. Kennengelernt haben Sie euch bei einem Einsatz, bei einem Klausmärt von einer Jugendgruppe. Wie war so die erste Begegnung? Also für mich war es so, dass mein erster Eindruck war, da kommt ein Mann und bringt mir, es war eiskalt, bringt mir so Handwärmer, ein Öffeli an die Füße, dass ich schön warm habe am Stand, wenn ich verkauft habe. Und das war so der erste Eindruck von ihm. Natürlich mit voller Absicht, oder? Ja, ein Stück weit natürlich schon. Sie hat mich angesprochen. Und es war wirklich bitterkalt, dort hinter dem Stand zu stehen. Das hat irgendeine Kombination ist sicher da gewesen, ja. Ist das Liebe so gegenseitig relativ schnell da gewesen? Ja, nein. Also wir haben uns dann schon eigentlich gleich mal getroffen, aber für mich ist nicht so klar gewesen, also ich habe jetzt nicht gerade eine Beziehung und heiraten und Kind. Ich habe meine Freiheit noch ein bisschen wollen. Und das ist schon irgendwie mal anfangen, mal schauen, wer das ist, aber nicht gerade so Liebe auf der ersten. Ist das dann so ein bisschen geblieben als Eigenschaft freiheitsliebend? Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen mein. Das ist bei Ihnen anders. Ja, also das habe ich von ihr gelernt. Ich bin sehr der häusliche Typ gewesen, gerne daheim, nicht gross reisen. Und mit ihr habe ich gelernt, reisen und entdecken. Das ist so. Und dann sind ihr ja, wir haben es gerade von Reisen und von Entdecken und ins Ausland gegangen. Ihr seid ja auch dann getrennt gewesen, bevor ihr dann geheiratet habt. Also nochmal ins Ausland und dann ist ja der Unfall passiert. Jetzt nochmal, wir wissen jetzt in der Nachbetrachtung, es sind zwei Unfälle gewesen und drei Jahre, die von Schmerzen geprägt sind. Wie sehr also erzählen Sie mal, wie das genau war. Also ich meine, wie das letztlich der Alltag geprägt hat bei euch. Ich hatte natürlich so starke Schmerzen, dass ich auch den Haushalt nicht mehr machen konnte. Eigentlich ist es nur noch ein Dasein, ein Nichts mehr machen, ein Sitzen, Liegen. Und für mich war es wichtig, dass Bruno viel einfach gesagt hat, es langt, wenn du nur da bist. Du musst nichts machen, einfach nur, dass du da bist. Und das war für mich eine grosse Erleichterung, natürlich, dass ich gemerkt habe, es langt, wenn ich nur einfach bin. Ich muss nichts machen. Und wir hatten hier drei Kinder. Die jüngste war mal 5-6-jährig. Nach einem Jahr, wo es mir dann so schlecht gegangen ist, weiss ich noch, da bin ich dann im Spital gelegen, immer wieder. Und einmal bin ich verwacht. So, ich hatte einen Haufen Medikamente, ich verwache. Und dann sitzt dann auch der Bruno nebendran und wartet. Und er ist einfach da. Und ich konnte nicht einmal recht reden mit ihm. Es hat mir so weh getan, überhaupt zu reden. Aber er war einfach da. Und dann habe ich gemerkt, das ist Liebe. Auch wenn er nur kommt und wieder geht. Da sein. Da sein für gar mich. Nicht so viel sagen, manchmal, oder? Ja. Ja, ich habe nicht mehr gewusst, was sagen. Mhm. Also für mich ist. Ja, am Anfang habe ich viel gebetet, viel gerungen mit Gott auch. Und irgendwann habe ich gar nicht mehr gewusst, was ich beten soll oder was ich noch machen könnte. Und den Frieden bekommen im Sein. Also ich habe, das sind zwei Sachen. Einerseits habe ich innerlich wie müssen kapitulieren. Ich kann nichts machen. Ich kann es nicht in den Händen. Und das Zweite war ein tiefer Frieden. Irgendwie gewusst in seiner Gegenwart sein. Das ist es. Also sie haben mit ihrer Zeit verbringen, einfach sein. Von wem haben Sie Kraft bekommen? Oder woher haben Sie Ihre Ressourcen genommen, um das durchzustehen? Ja, so rückwirkend frage ich mich das manchmal auch. Wie habe ich das geschafft? Aber ja, ich habe gemerkt, dass loslassen auch, weil ich es nicht können in den Händen haben. Ich habe auch gemerkt, ich kann es gar nicht tragen. Und das Abgeben. Und ich bin genauso in dieser Gegenwart einfach gsi. Also das ist wie ein Trio gsi an dem Bett. Man hat das Gefühl gehabt, da ist einfach der Geist Gottes da. Der treibt mich, der treibt meine Frau, Romy, auch die Kinder daheim.
ja, ich könnte es nicht rationell erklären, wenn ich die Energie aufgebracht habe. Jetzt, wenn das, das sagt man ja noch schnell einmal, also dort vor allem vom Traualtar sagt man das noch schnell, in guten und in schlechten Zeiten. Ihr habt das wirklich dann so erlebt. Bist denn das im Alltag zum Beispiel mit Gefühl, mit Liebe, ist auch Erotik, ist auch ein Teil davon. Ich stelle mir vor, in diesen Situationen ist das einfach nicht möglich, oder? Ja, also da denke ich schon, wir haben sehr viel müssen, also vor allem auch Bruno, Rücksicht nehmen auf meine momentane Situation hier. Und das hat einen Teil, der natürlich sicher auch zurückgestellt worden ist. Auf der anderen Seite haben wir auch gelernt, dass es Zeiten gibt, wo, wenn das vielleicht nicht so intensiv gelebt wird, dass doch auch das Füreinander da sein und einfach Zeit haben füreinander oder aufeinander können sich verlassen, wissen, der andere ist da, egal wie es mir geht. Das, die Zeiten, die haben uns auch irgendwie zusammengeschweißt. Dass wir können sagen, wir bauen auf einen anderen Grund noch zusätzlich. Was haben Sie heute für einen Alltag, was die Schmerzen anbelangt? Ich habe dann die richtige Therapie endlich gefunden und somit geht es mir eigentlich wieder recht gut. Ich habe Einschränkungen, dass ich einfach nicht gewisse Sachen, so Anstrengungen wie Putzen, ist nicht so ideal, kann ich nicht machen. Aber sonst kann ich eigentlich wieder recht einen normalen Alltag leben. Ja, also wir haben uns eine Putzfrau geleistet, weil wir finanziell eigentlich nicht Vermögen haben. Aber das ist dann ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht alles. Ich darf nicht alles. Sonst irgendwann geht es dann meine Energiebilanz nicht auf. Und ja, dann haben wir uns dann entschieden. Obwohl finanziell hat das nicht gestimmt, aber wir haben dann eine Putzfrau engagiert. Und das hat dann schon recht die Entlastung gebracht, auch für mich, für sie. Und das ist heute noch so. Also das ist jetzt etwas, was ich einfach noch nicht machen darf, von der Anstrengung her. Also leben auch ein Stück weit in einer Beziehung mit gewissen Grenzen, habt ihr jetzt gelernt, wenn ich das richtig verstehe. Und es hat überhaupt keinen Abbruch da letztlich an der Qualität, auch wenn es schwer war. Ja, wir haben gelernt, uns nicht von den Umständen bestimmen zu lassen, sondern dass wir die Umstände bestimmen. Das heisst, wir sind oft noch fortgegangen, obwohl es nur ein Spital gegeben hat, wo sie wirklich hätte behandeln können. Und die Konsequenz war, dass wir zwischendurch mal heimfahren mussten von irgendwo von der Schweiz. Aber wir wollten uns nicht einsperren lassen von dem. Und ihr habt mittlerweile 3 Kinder. 18, 16, 13. Ein lebenden Alltag. Mhm. Könnt ihr euch da genug Stütze geben und Kraft geben, dass ihr auch das bewältigen zusammen? Ja, natürlich bin ich immer wieder mehr angewiesen, auch, dass der Bruno hilft bei gewissen Sachen, mich unterstützt, weil ich nicht 100% arbeitsfähig bin, natürlich. Oder auch, das gibt natürlich Tage, wo es mir nicht gut geht, wo ich nichts machen kann. Und dann bin ich auch froh, wenn die Kinder auch helfen und anpacken, dabei sind. Und der Bruno, wo das miteinander als Familie den Alltag durchstehen. Ja. Also wir sind jetzt mit drin gewachsen, auch die Kinder sind mitgewachsen. Und ja, ich denke, es hat das eine oder andere, wo wir anders machen, vielleicht wie andere Familien. Was machen die anders? Einfach, weil man reingewachsen ist. Mhm. Oder? Die Kinder nehmen Rücksicht. Sie fragen schnell mal, Mami, geht dir das? Oder soll ich das machen? Einfach, weil sie das im Hinterkopf haben. Sie dürfen nicht schwer lupfen. Oder das ist eine Arbeit, die ihnen nicht gut tut. Und manchmal bremsen sie sogar ein bisschen, oder ich auch. Weil es ist voller Leben, es ist voller Tatendrang. Und das ist etwas, was ich so bewundere, dass sie das nie verloren haben. Ich bedanke mich bei euch beiden. Danke vielmals. Alles Gute, vor allem gute Gesundheit. Romy und Bruno Nick. Merci. Danke. Merci. Und jetzt gehen wir zum dritten Tischli. Emanuel und Elisabeth Knechtli, herzlich willkommen. Seit 9 Jahren verheiratet. Emanuel hat seine Kindheit im Aargau verbracht und seine spätere Frau, die jetzige Frau, die kommt von Atlanta, Georgia in der Nähe. Auf einem Freizeitcamp, dort haben sie sich auch kennengelernt und die kulturellen Unterschiede sind von Anfang an das Thema gewesen. Darum bei uns Motto, eine Ehe, zwei Kulturen. Los geht's. Wie kommen Sie auf die Idee, eine Frau suchen auf Süd, in die Südstaaten? Ja, wir haben Familienfreunde in den USA. Und, dort bin ich 5 Jahre lang jeden Sommer angegangen. Und die haben dort auch ein Feriencamp, wo wir von der Gemeinde aus wo wir gegangen sind. Und dort habe ich sie dann kennengelernt. Und was ist denn gegangen, inhaltlich dort? Bei dem Camp?
Ja, es ist einfach, einfach ein Jugendcamp, ein christliches, wo es eigentlich darum geht, Gemeinschaft haben miteinander und Gott kennenzulernen. Und Sie sind schon da und haben ihn erwartet. Jetzt kommt ein Schweizer mit so einem sonderbaren Namen. Ja, genau. Ich habe seinen Namen gesehen auf meiner Liste, weil ich bin eigentlich gegangen als so eine Leiterin und er ist als Camper, obwohl wir nicht so viele Jahre Unterschied haben. Aber und dann habe ich einfach seinen Namen gesehen, habe es einfach speziell gefunden und habe ihn separat dann gesehen von außen am Reden mit jemandem, den ich kenne. Und ich habe gedacht, er ist ja hübsch und erst an dem Abend habe ich dann herausgefunden, dass es die gleiche Person ist vom Namen und die ich gesehen habe. Und dann habe ich mich schon interessiert für ihn und mir Fragen gestellt und wo wir dann Zeit durch den Camp miteinander gebracht haben und Jetzt hört man fast nichts mehr von dem Südstaat, von dem amerikanischen. Drum, also ich würde gerne ein Müsterli hören. Hi Mom, Dad, Tracy, Mark, Andrea. You can watch it, but you won't understand. Gut, das habe ich jetzt auch verstanden. Aber jetzt trotzdem, wer hat denn die Initiativen ergriffen dort? Von euch zwei? Ich. Aha. Eigentlich schon sie, ja. Mhm. Ja, er ist Leiterin ruhig. Und dann noch die, die Initiativen ergreift. Mhm, richtig, ja. Ja, sie ist eigentlich auf mich zugekommen und hat sich sehr interessiert für die Schweiz und woher dass ich komme und wie das so in der Schweiz ist. Und dann ich habe eigentlich zuerst das Gefühl gehabt, sie hat einfach Interesse kulturell an der Schweiz. Ich habe eigentlich das nicht gerade die zwei Punkte miteinander verbunden, dass sie vielleicht an mir Interesse hätte. Und dann hat es sich dann aber etwas anders herausgestellt. Und ist das klar gewesen, von Anfang an, wenn wir heiraten, wir ziehen in die Schweiz? Also gerade in diesem Moment nicht. Aber nachher, wo es so wo weitergekommen ist, ein paar Monate später, hat er mich noch mal besucht. Und das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist. Ich habe auch gedacht, ich gehe zu dem Mann, dort, wo er ist. Und er ist auch ein Familienunternehmen. Und ich habe gedacht, das ist einen sicheren Platz, den er hat, und dann gehe ich zu ihm. Was haben Sie für eine Vorstellung von der Schweiz vorher und in der Realität nachher? Was war das Erste, das Ihnen aufgefallen ist? Ich habe schon gedacht, irgendwie so eine altmodische Landschaft oder Ort, wo ich hingehen würde. Und wo ich gekommen bin, ist es mehr modern, als ich gedacht habe, dass es würde sein. Aber ein sehr schönes Land, einfach viel kleiner als für mich. In Amerika ist alles viel grösser und ich habe mich schon ein bisschen eingegangen gefühlt, hier in der Schweiz. Haben Sie sich vorbereitet darauf? Auf die völlig neue Kultur? Ja, eigentlich weniger. Also, sie ist. Sie ist ein rechter Gump, oder? Ja, sie ist ein rechter Gump. Aber das Erste, was Sie von der Schweiz wahrgenommen haben, emotional? Also, einfach im Flug, wenn ich noch über die Schweiz geflogen bin am Morgen, sehr schön mit den Bergen und der Sonne, die aufkommt. Und ich dachte, ich bin in einem Märchenland einfach. Und die USA ist auch unterschiedlich, hat verschiedene Landschaften und so. Aber wie hat das dort ausgesehen, wo Sie gelebt haben? Gerade meine Eltern haben wir dort 2,5 Hektar Land und ein grosses Haus. Mhm. Und, und als ich in der Schweiz kam, nachdem wir geheiratet haben, war es für mich schwierig, weil es in einer kleinen Wohnung und hat gedacht, alle Leute können hineinschauen und ich sehe und ich fühle mich schon eingegangen. Ja, es war nicht einfach am Anfang. Ja. Wie hat sich das auf eure Beziehung ausgewirkt? Ja, am Anfang war es sicher ein bisschen schwierig. Ja. Sie hat sich auch eben habe ich mich nicht so gut gefühlt und hat auch viel Heimweh gehabt. Und das ist für mich auch wichtig gewesen. Ich habe gewusst, dass es eigentlich wie eine Trennung ist von ihren Eltern, wenn sie in die Schweiz kommt und dass sie nicht einfach nur das Dorf weiter und sie besuchen kann. Und aber wir haben gewusst, das ist das, was Gott will. Also das ist für uns eine Bestätigung eigentlich. Immer wieder einfach, dass es doch das Richtige ist. Und es gibt auch schwierige Momente, wo wir aber wir haben uns festgehalten an Gott und das, was er uns... Wir haben das Gefühl, das ist das Richtige. Die Mentalitätsunterschiede, wie zeigen sich die sonst noch? Ich glaube, die haben sich erst gezeigt beim Heiraten, oder? So gewisse Begleitumstände. Ja, genau. Also, ja, wir haben,
Wir haben dann zwei Hochzeiten gemacht, damit wir ja, das ein bisschen aufteilen können zwischen den verschiedenen Parteien. Es haben dann nicht alle, eigentlich Hochzeit haben wir in den USA gehabt, aber es haben nicht alle können aus der Schweiz in die USA fliegen. Das ist, dann haben wir dann auch zwei Hochzeiten gemacht, um das auch ein bisschen. Gibt es denn so Traditionen, Gewohnheiten, die völlig anders sind? Auch gerade beim Hochzeit? Ja gut, gerade beim Zivilhochzeit. Das kann ich gar nicht hier in der Schweiz machen. Einfach weil für mich, wie das ja, eher ein Fest und so. Und ich habe gedacht, nein, das ist nicht meine Hochzeit in dem Sinn. Aber ja, das sind halt all die Sachen, die ich musste dann durchgehen. Ich habe gedacht, ja gut, ich muss es auch einsehen. Es ist auch gut für die Familie hier in der Schweiz, dass die das auch erleben können. Und jetzt die Jahre, die jetzt zusammen sind, schon, da sind sie überhaupt jetzt richtig angekommen? Ja, jetzt schon. Ja. Es hat aber sicher ein paar Jahre gebraucht. Wir haben auch eben gestritten am Anfang gewisse Sachen wegen Entsorgen oder sonst einfach Kleinigkeiten. Und ja, und dort musste ich auch müssen den Herr bitten, dass er mir einfach hilft. Und er hat geholfen. Und, aber in den meisten Fällen hat er mich geändert oder und nicht gerade ihm oder hat etwas einfach in mir gemacht, dass ich auch ruhiger geworden bin. Wir sind ja schön unter uns, oder? Wir können ja das besprechen. Hat es keinen Moment gegeben, wo Sie gedacht haben, wäre ich doch da nicht irgendwie in das kleine Land gezogen, wo irgendwie Klappmesser und Käse und Bergen und die Klischees? Ja, mal. Es hat es schon gegeben, ja. Ja, ein paar Mal. Und, aber durch, ja, Gebet, durch das, dass wir miteinander reden konnten und uns wieder auf den Mittelpunkt, und das war Gott, dass wir uns dort stützen und wieder ja, Fuß fassen in dem, dass wir, mal, das ist das, und jetzt schauen wir weiter und es geht weiter und es wird besser. Und das ist, von Ihrer Seite her umgekehrt, Sachen, die Sie heute noch sagen, oh ja, das ist eine Amerikanerin, oder? Gibt es da Sachen, die immer wieder auftreten in eurem Ehealltag? Ich würde sagen, eigentlich weniger, nicht jetzt so, dass nicht extrem. Es hat sich eigentlich wirklich, wir haben oder also in der Denkweise, dass ihr einfach plötzlich merkt, ich sage etwas, aber ich verstehe ganz etwas anderes. Nein, nicht wirklich. Es ist, wir haben uns in diesen Jahren sind wir so zusammengewachsen, kann man sagen, dass wir ja, dass wir wie eine Art, ja, dass wir eigenständig geworden sind, dass wir das können überwinden, eigentlich die kulturellen Unterschiede. Ja, das haben wir jetzt eigentlich wie unsere eigene Welt erschaffen in dem Sinn. Es hat mir so eine Bereitschaft dort sein, um auch überhaupt das anzunehmen oder einfach einen anderen Sichtpunkt zu sehen, wie sonst geht das nicht, wenn wir nicht Bereitschaft zeigen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ja. Ja, es muss für beide sein. Und Sie haben immer wieder die Möglichkeit, zum zurückgehen. Ja. Zwischen ihnen. Ja, ja, genau. Wieder ja. Ein Zürich machen die Heim. So, ja. Ja, okay, dann das so. Kann über manches in Weg trösten, wo man vielleicht. Ja, das stimmt. Aber jetzt, letzte Jahre, ist nicht so schlimm. Ja. Okay, es läutet auch für euch, Emanuel und Elisabeth Knechtli. Danke vielmals. Merci, ja. Alles Gute. Danke. Weiter. Das Thema Ehe auf ganz verschiedenen Ebenen, Liebesgeschichten, das tun wir auch vertiefen am nächsten Montagabend über Radio Live Channel. Und wir verlosen passend zu unserem Thema einen 300-Franken-Gutschein für ein richtig romantisches Angebot, gesponsert von Weekend for Two. Schreiben Sie uns bis am nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Haben wir eine Chance? Das ist die Frage, die Talin Baumann nächste Woche stellt. Und in zwei Wochen, da geht es darum, wenn jemand sagt, ich wohne auf dem Campingplatz. Was heisst denn das? Wir porträtieren so einen Mann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.